Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki. Halt die Hände am Mikro, am Lenkrad. Genau. On the Road. On the Road. Wir sind hier on the Road und wir wollen euch nach der Live-Sendung im Studio, wollen wir euch noch ein bisschen was erzählen. Wusstest du eigentlich, dass in Oklahoma, Oklahoma ist die Jagd auf Wale im ganzen Staat verboten? Soweit ich weiß, ist Oklahoma auch gar nicht am Meer, oder? Nee, also Oklahoma ist eingeschlossen von Kansas im Norden, von Texas im Süden, von New Mexico im Westen, von Colorado im Westen und von Arkansas und Missouri im Osten. Ja. Aber das sicher ist sicher. Ja, nachher machen die da ein SeaWorld oder sowas. Wale jagen ist verboten auf jeden Fall. Das ist gut. Oklahoma keine Wale jagen. Verstanden. Und per Gesetz ist in Florida verboten, also Ratten ist es verboten, ein Schiff zu verlassen. Ja. Also Ratten, also anders, pass auf. Ja. Ein Schiff, das in Florida ankommt und Ratten an Bord haben sollte. Darf die nicht runterlassen. Darf die Ratten nicht runterlassen, genau. Also das ist das Gesetz. Ein historisches Gesetz. Okay. Ja, wahrscheinlich haben die Ratten irgendwelche Krankheiten übertragen und du lachst so blöd dabei. Ne? Ja. Ja, das ist ja, hat ja einen Ratte. Sinn. Hat er, pass auf. Das ist ein Wohnmobil. Was ist denn das hier? Mitten auf der Gasse. Ist das so ein Wohnmobil, wo man so. So vielleicht ist das so ein Wohnmobil. Wo so ein rotes Herzchen in der Fensterscheibe ist. So ein Wohnmobil. Fahr mal zurück. Ja. Und in Tennessee. In Tennessee. Tennessee. Ist es illegal, einen Fisch mit einem Lasso zu fangen. Ja. Das möchten die nicht. Das wollen die nicht. Ja. Das ist ja auch. Die Fische wollen das auch nicht. Nein. Die Fische wurden gefragt. Wie wollt ihr denn gefangen werden? Also hier Haken oben im Gaumen, alles super. Alles super, gell? Ja. Alles super. Aber Lasso geht gar nicht. Lasso geht gar nicht. Das sind entwürdigend. Das sind doch keine Kühe. Ja, genau. Ja, also wenn du so, mit so einem Lasso aus dem. Nee, das bedeutet ja. Nee, also anders. Ja. Es heißt ja, wenn du mit einem Lasso aus dem Wasser rausgezogen wirst, bist du strunzedoof. Das sagen die sich unter den Fischen, weißt du? So ein Fisch. Dir kann alles passieren, nur lass dich nicht mit dem Lasso rausziehen. Dann bist du echt unten durch. Dann bist du echt die Schande unserer Spezies. Stell dir mal vor, du bist im Haken, wirst du gefangen und wirst wieder reingeworfen oder sowas. Ja. Oder du kannst dich irgendwie losreißen. Dann denkst du noch, puh. Dann bist du der Geilste. Ja. Vom Haken ist geil, aber das erzählen vom Lasso, auch untereinander. Vom Lasso bist du erstmal gefangen worden. Ja. Da kannst du nur hoffen, dass der dich direkt totschlägt. Ja, als Fisch. Weil da kannst du auch nicht mehr zurück zu deinem Fischfreund. Dann bist du sowas von gemobbt. Bist du so gedisst, ja. Alter, guck mal, da drüben, der Graue, der hat sich mit dem Lasso fangen lassen. Mit dem Alter, Lasso ist der dumm. Ehrlich. Ja. Ja, in Tennessee ist es auf jeden Fall verboten, weil man die Fische schützen möchte. Ja, finde ich absolut fair. Das war Shoki Banoki on the Road. Wir sehen uns demnächst irgendwann wieder. Ich freue mich jetzt schon. Bis dann. Tschüss, Sophie.